reizend sind die Frauen, fast jedem ihr gefällt. Sie sind vom Manne abgesehen das Schönste auf der Welt. Besonders so ein Bräutchen, was kann wohl süßer sein? Doch wenn man sie geheiratet hat, dann fällt man manchmal rein und lieblich ist so ein junges Weibchen. Auf dem Schoß hast du dein Turteltäubchen. Sieh doch, das Glück, das Große, hält ein Jahr allenfalls. Erst hast du auf dem Schoße, dann hast du auf dem Hals. Reizend sind die Frauen, es ist eine alte Geschichte. Sie feiern oft Geburtstag, aber älter werden sie nicht. Komm nicht ins Mittelalter, so manche, die ich kenn, läuft heute noch als Backfisch rum und ist längst Mayonnaise. Schmeckt oft etwas ranzig. Manche Frauen sind 10 Jahre 29, sie kommen nicht in den 30, davor haben sie einen Graus. Aber wenn sie erst mal drin sind, da kommen sie nicht mehr raus. Wie reizend sind die Frauen, doch manchmal ist es toll. Sie wollen stets neue Kleider haben und haben die Schränke voll. Sie gehen nach der Mode, nichts Neues ist ihnen fremd. Ich glaube, wenn es Mode wäre, da kämen sie auch im Hemd. Doch mal den Gang zum Damenschneider, klagt nicht stets, wir brauchen neue Kleider. Ihr seid gerade wie die Eva, komm, dass die einst erschien. Da sagt sie schon zum Adam, du, ich hab nichts anzuziehen. Ich liebte einst ein Mädchen, doch später schrieb sie mir, leb wohl, ist auf mein Körper vor, die Seele bleibt bei dir. Ja, dachte ich, du bist wirklich eine Seele von einem Weib, jedoch die Seele lieb ich nicht, ich liebe mehr den Leider blieb sie fort, ich hab geschrieben, liebes Kind, du scheinst mich nicht zu lieben, du schickst mir deine Seele, das hat doch keinen Zweck, komm lieber mit dem Körper her und lass die Seele weg. Ein Backfisch wurde leidend, er ward mal blass, mal rot. Mir scheint, du kriegst den Masern noch, sagt die Mama voll Not. Wer die als Kind nicht hatte, kriegt später sie geschwind. Sie ruft den Arzt, der prüft den Fall und merkt, sie kriegt ein Kinder, was sind das für Sachen? Noch so jung und sowas schon zu machen. Die Mutter fragt, sind's Masern? Der Doktor aber spricht, wenn der Kinder krank geht, ist es aber, die Masern sind es nicht. Wie reizend sind die Frauen, nur sie sind unser Glück. Sie sind, das weiß ein jedermann, des Herrgotts Meisterstück. Nur eines macht mich stutzig, Gott schuf für uns die Frau. Er selbst jedoch nahm keine sich dazu, war er zu. Schau mal an, er hielt die Frauen sich ferne, denn er wusste, die Frauen herrschen gerne. Hätt er eine Frau genommen, da konnte es ihm passieren. Da wäre nicht der Herrgott mehr, da würde sie regieren.